Er war einer der größten Popstars von Österreich, ein außergewöhnlicher Musiker und Mensch. Heute vor genau 25 Jahren ist Falco bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik verunglückt. Er wurde nur 40 Jahre alt. Anlässlich des Todestages bringt die Plattenfirma Sony eine Neuauflage von seinem ersten Album Einzelhaft heraus. Ein Musical mit den Falco-Hits wird heuer Premiere feiern. Auch ein Mitschnitt des allerersten Konzertes kommt auf den Markt. Mit Rock Me Amadeus hatte der Wiener 1985 einen Welterfolg und er war sogar Nummer 1 der US-Charts. Zu seinem Begräbnis auf dem Wiener Zentralfriedhof waren 1998 tausende Menschen gekommen. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Ja, Falco, unser Wiener Popstar, hat heute vor genau 25 Jahren bei einem Autounfall die Bühne des Lebens verlassen. Seine Musik lebt aber weiter, allen voran Rock Me Amadeus, der bisher einzige deutschsprachige Song auf Platz 1 in den US-Popcharts. Viele kommen heute auf den Zentralfriedhof, um Falco an seinem Grab zu gedenken. Das Falco-Grab am Zentralfriedhof, für Fans aus aller Welt ein Wallfahrtsort, besonders natürlich am Todestag. Der Falco wird anschauen, der wird sich sehr geschmeichelt fühlen, dass so viele Leute zu seiner Grabstelle kommen. Ne? Eine Zeit lang war das Falco-Grab sogar mehr begangen wie das Beethoven-Grab. Ne? Das musst du mal zusammenbringen. Ne? Wir sind aus Ingolstadt, wir haben jetzt 4 Tage in Wien zugebracht, das ist unser letzter Tag und da wollten wir uns das Grab vom Falco anschauen. Ja, ist ein Wahnsinn. Ja, also als künstlerischer Ding war er für mich. Es ist der beste gewesen in Österreich, was es gibt. Ich komme immer zum Falco-Grab mehrmals im Jahr und er kriegt immer 20 weiße Rosen von mir. Und heute natürlich spezieller Tag, 25 Jahre zum Ableben. Die einen bringen Geschenke, die anderen nehmen sich etwas mit. Ja, es hat eine Zeit lang gegeben, dass die Leute ein bisschen das Gras ausgezupft haben, sie das dann im eigenen Garten angebaut haben, damit sie ein Falco groß haben. Und ja, wir haben die Grabstelle schon einige Mal gärtnerisch herrichten lassen müssen. Zum 25. Todestag ist im Wiener Ballhaus eine neue Graphic Novel präsentiert worden. Sie widmet sich Falcos letzten Minuten vor seinem Tod. Da weiß man gar nichts drüber, das ist ja auch das Interessante daran. Falco fasziniert nach wie vor allem seine Verwandlung zur Kunstfigur. Dass es jemand quasi geschafft hat, mit einem Pseudonym etwas zu erschaffen, das eigentlich einem Superhelden ähnelt. Nicht nur die Kreativität, auch die Veränderung der Sprache, des Verhaltens, die Textinszenierung, der war allen anderen Lichtjahre voraus. Falco war offenbar selbst ein Comic-Fan. Ist bei mir im Mixkammerl gesessen, im Salon und hat Mickey Maus Hefteln gelesen. Und ist um 2:30 gekommen und hat gesagt, ehrlich, ich muss um 5:30 gehen, gell? Ich habe Termine. Dass Falcos Tod schon 25 Jahre her ist, können die wenigsten glauben. Ja, ich war beim Begräbnis da, also das war sehr beeindruckend. Überhaupt, das hat mich so berührt, das Out of the Dark, wie ich das erste Mal das Lied gehört habe von ihm. Also hat mich sehr berührt und so viele Leute wieder waren bei einem Brunnfelder Friedhof. Noch heute zieht Falco magisch an und sorgt für Lichtblicke, selbst am Zentralfriedhof. Der wohl größte Popstar Österreichs ist heute vor 25 Jahren gestorben. Falco, bürgerlich Hans Hölzel, verunglückt im 41. Lebensjahr bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Um dem Trubel rund um seine Person zu entfliehen, hat sich Falco immer wieder zu Lebzeiten in Gas am Kamp im Waldviertel zurückgezogen und dort auch seine Spuren hinterlassen. Eine Statue erinnert hier an den Wahlgaser Falco. Für viele in Gas am Kamp ist Österreichs wohl größter Popstar noch heute präsent. Wissen Sie, wer heute vor 25 Jahren gestorben ist? Falco. Korrekt. Waren Sie ein Falco-Fan? Ja, natürlich. Ich bin zwar ein zugereister Gaza Bürger, aber er kennt ihn nicht. Ich habe ihn gern gehabt. Er ist ja beim Ehrenberger immer gesessen im Café. Er war sehr beliebt. Wie der Kerl war, aber nicht. Bradine dumm, der Kommissar gedumm. Amadeus, nie mehr Schule. Bradine dumm, der Kommissar gedumm. Ich habe ihn damals eh ein paar Mal gesehen.
Tatsächlich? Und war er nett? Sehr nett, sehr nett. Ich bin immer gern ausgegangen und so und war also so ganz genau habe ich ihn nicht gekannt, aber war immer ein Spaß eigentlich, wenn er dabei war. Falco selbst hat es einmal so ausgedrückt. Ich habe mit den Leuten viel Amüsement, ich glaube, sie mit mir auch. Ich bin sicher eine, lassen Sie mich sagen, vielleicht ein bisschen Bluterfrischung da. In den 1980er Jahren hat er sich in der Hornerstraße eine Villa gekauft. Heute gehört sie der Falco Privatstiftung. Öffentlich zugänglich ist die Villa nicht. Seit Jahren versuche man das zu ändern, heißt es von der Stiftung. Bisher seien aber alle Pläne an der Finanzierung gescheitert. Falco hat hier sehr privat gewohnt. Es ist sehr schwierig, die Villa einfach für die Öffentlichkeit hier aufzumachen und Leute reinzulassen, weil da wäre schneller alles weg, was hier so umhersteht und dergleichen. Aber aus dem Grund gibt es natürlich auch Pläne für die Zukunft, das ein bisschen zu integrieren und dann natürlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auch das benachbarte Grundstück hätte man zu diesem Zweck angekauft, doch die Frage der Finanzierung sei nach wie vor nicht geklärt. Ob und wann die Villa für alle zugänglich sein wird, ist unklar. Aber in seiner Musik, da wird Falco wohl noch lange weiterleben. Muss ich denn sterben, um zu leben? Und das quer durch die Generationen. Er war einer der größten Popstars von Österreich, ein außergewöhnlicher Musiker. So populär. Heute vor genau 25 Jahren ist Hans Hölzel, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Falco, bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen. Falco wurde nur 40 Jahre alt. Noch heute erinnern sich auch bei uns in der Steiermark viele an den Ausnahmekünstler. Junge Römer, tanzen anders. Wenn ich also eine Betriebsanleitung dafür hätte, wie man erfolgreiche Liedeln schreibt, wenn ich die hätte, würde ich es also nicht sagen, ja, weil ich meine, oder ich würde es zumindest verkaufen. Falcos Art zu texten, voller Sprachspiele, mit einem Mix aus Englisch, Deutsch und wienerischem Dialekt, machten ihn zu einem Ausnahmemusiker. Falco war unverwechselbar als Mensch, als Künstler und in seiner Musik. Und nicht umsonst wird jemand Nummer eins in Amerika. Und er war seiner Zeit voraus und ist irgendwie zeitlos geblieben. Und daher ist nicht nur ein Titel von Falco übrig geblieben, unter Anführungszeichen, sondern sehr, sehr viel seiner Musik, die heute noch gern gespielt wird. Junge Römer, tanzen anders. Für das Album Junge Römer holte sich Falco Mitte der 1980er Jahre Opus als Backgroundsänger ins Studio. Herwig und ich haben dann beim Robert Bong im Studio diese Chöre gesungen, wo er natürlich auch dabei war und uns animiert hat. Später dann haben wir ihn eingeladen in Liebenau oder dann zu 20 Jahre Opus ins Orpheum in Graz. Und das waren halt wirklich Highlights auch in unserer Karriere. Mit dabei damals in Liebenau war auch Kurt Gober, der den Menschen Hans Hölzel und den Künstler Falco immer trennen konnte. Durch diese Rolle des Kommissars ist er in ein Fahrwasser gekommen, wo er den Überheblichen, den Arroganten gespielt hat. Das hat aber so gut funktioniert, dass er diese Rolle weiter beibehalten hat, auch bei den Produktionen, die er dann mit den Bollend-Brüdern gemacht hat. Und dadurch hat er eigentlich eine eigene Persönlichkeit entwickelt, der künstlerische. Er hat damals bei der Aufnahme von Junge Römer im Studio hat er immer eigentlich performt da. Er hat diese Strophen, wo wir halt zugehört haben, weil wir meistens die Refrains gesungen, hat er performt und gerappt und eigentlich noch intensiver, wie wir es dann gehört haben. Bleibt die Frage, welche Musik Falco heute, 25 Jahre nach seinem Tod, machen würde. Ich glaube, er wird in etwa die gleiche Musik machen, weil er Zeit voraus war. Jetzt wird es genau noch besser passen, weil es damals schon gut gepasst hat.